you doing, kiddo? I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. Hallo Leute und herzlich willkommen, Batman 10 ist wieder Gizmo. Willkommen zurück zur neuen Folge von The Last of Us Part 2. Wir sind weit auf dem Weg zum Krankenhaus. Wie geht's weiter runter? Da gehen wir mal nicht hin. Heilung ist immer gut. So, jetzt kann ich hier raus. Danke dafür. Danke dafür. Ella ist ja böse. Sehen wir mal, was hier drin ist. Das Böse ist immer und überall. Aber nicht im Waschkeller, so wie es ausschaut. Oh. Hm. Ja, wusste, ob ich oben rausgehe oder da? So. Genau, du sagst es. Müssen wir jetzt da rein? Scheiße. Da war ja klar. Da rein. Ja, ich weiß, dass ich da rein muss. Ah, hier. Okay, hier ist was zum Rausschieben. Kurz Gefahr auf der Rampe. Da ist nichts. Kann ich das Scheiße schieben? Nee. Oh, das kann ich schieben. Aber wohin? Kommen wir da raus aus der Tür? Nee. Dann frage ich, wo muss ich hin? Okay.
Bin begeistert. Weg da, muss ich drücken. Das ist, wenn ich das da raufziehe und dann loslasse. Ja. Das war ja ein Schaß. Keine Mülltonnen auf der Rampe. Warum? Ich will wieder eine. Ja, so kann es auch leichter. Muss ich das schnell machen? Aha. Ziemlich schlau, Ellie. Ja, ich bin schlau. Komm, schieb andere. Ich muss mich da hinten hängen, weil es nicht fähig ist, die Kiste umzudrehen hier. So. Okay. Oh, ist das nur so ein Stieg gehört? Ich dachte, ich wäre näher. Es ist ja weit. So, da muss ich irgendwie runter. Geht ja. Okay, da kann ich rein. Aber da hinten war ja auch noch was.
Geht das zu, aber da drin ist auf jeden Fall was. Ich hab's gesehen. Sehr schön. Arch, was? Wie heißt er? Arch Energy? Arch Enemy, so rum. Echter Name Markus Fortheim. Intelligenz 60, Muskel, naja. Dieser Verfechter der Selbstjustiz ist ein ehemaliger Armeescharfschütze und äußerst geschickt mit dem Bogen. Sein zukünftiger Weg stand für ihn fest, als seine Familie bei einer Auseinandersetzung der New Dogs und der Security of Champions ins Kreuzfeuer geriet. Von Trauer überwältigt, machte er sich auf eine gefährliche Jagd. Nicht mehr menschlich, sondern übermenschlich. Er legte sich einen heidlichen Tarnanzug und den Spitznamen Arch Enemy zu und stellte mit seinem Jagdinstinkt, seinen Verbundbogen und einem ganzen Arsenal Hightech-Fallen für beide Kriegsparteien gleichermaßen eine Bedrohung dar. Ein Schurke! Ein Schurke! Genau, kann man alles brauchen. Machen wir das Feuer aus da. Sonst ist hier, glaube ich, nicht. Das müssen da eine in die Suite 13031. Ich guess, hier drin stinkt's. Ja, natürlich ist doch wieder finster. Sieht ja recht. Er ist tot, Chip. Verflucht. Hör auf, jetzt der Laptop. Jetzt wieder im Klo. Ich hab's echt erwischt. Ich bin immer im Klo. Baba, häufig ist er nach hinten gelaufen. Toll.
Was für ein Stalker. Ich glaube, die sehen mich einfach. Da kann ich machen, was ich will. Junge, Junge, Junge. Das habe ich gespürt. Das kann ich mir vorstellen. Klar Spuren, Alter. Ich mag diese Komodo-Kopf-Doktor, Leute. Da habe ich keine mehr, scheiße. Ja.
Okay. Zeit zu gehen. Ich will den nicht weg da. Alles geschafft. Wir sind alle tot. Das muss hier irgendwo rausgehen. Ja, jetzt schauen wir uns hier mal um hier. Ah, eh keiner mehr da ist. Das Geräusch in der Dame. Dann mal los. Oh, shit. Oh, komm. Es könnte auch Töter gar gehen. Verdammt. Am Riegel. Nee. Verdammt, ich muss hier raus. Ja. Haben wir ja schon. Wenn wir Glück haben, sind wir im Krankenhaus. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Abkürzung durch den Park.
Dann gehen wir durch den Park. Hauptsache hier am Pfiffen. Oh, da hängt jemand. Arschloch. Danke schön. Arschloch. Rein, alles wird gut. Richtig, Klappe. Oh, Drecksau. Dankeschön. Das müssen die Skars sein. Egal. Krankenhaus. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Ja, wehe. Das ist unser. Danke. Aber das ist eigentlich eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Wir kämpfen uns weiter vor zum Krankenhaus in der nächsten Folge. Die Typen sind irgendwie gruselig. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye, bye.